So, hallo und willkommen zurück hier zu Baphomets Fluch 2.5 und zwar die Rückkehr der Templer. Machen auch gleich weiter und zwar an dem Punkt, richtig. Wir sind hier unten, das ist eine Zisterne und hier ist angeblich ein Relikt, ich glaube das ist das Kreuz, was wir jetzt hier suchen müssen, beziehungsweise haben wir jetzt hier zwei Teile eines Schlüssels gefunden, diese haben wir zusammengebunden. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, wie ich jetzt hier vorgehen muss. Mal schauen. Ich fasse es nicht. Der Professor hatte recht. Die Templer waren hier. Ja, sie waren hier. Und hier sehe ich... Genau, ich sehe hier so ein Kreuz. Toll, mal schauen. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, das würde ich jetzt auch gerne wissen. Mal sehen. Es sieht hier nach einem Schlitz aus oder irgendwas. Weiß nicht, oder? Ne, okay, also hier komme ich jetzt erstmal nicht weiter. Sieht zumindest so aus, als ich hier jetzt nichts machen könnte. Okay, ich gehe mal nach oben. Hier ist niemand mehr, der Bengel ist weg. Der Souvenirhändler schaut sich das Magazin an, das wir ihm ausgeliehen haben, der Souvenirshop. Ja. Also ich glaube, ich muss doch wieder hier runter. Hey, Kaik, danke für den Horst, guten Morgen. Na? Gut geschlafen? Schau mal, was ich hier habe. Ich habe jetzt hier diesen Schlüssel. Also hier werde ich ihn wohl nicht einsetzen können. Nee, sieht nicht so aus. Toll, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, würde ich auch gerne wissen, was du dazu sagen sollst. Irgendwas muss hier noch sein, das ich irgendwie übersehe. Oh, Slot, na also. Neben dem Götzenbild ist ein kleiner Schlitz. Sieht aus wie eine Öffnung. Du, mir geht's ganz gut. Danke, auch gut geschlafen. Ja, kann ich klagen. Und versuch den Feiertag so gut wie möglich zu genießen. So, dann versuche ich doch mal einfach den Schlüssel hier reinzupacken, oder? Moment, man muss da manchmal... Ja, hier. Oh ja. Ich kann es kaum fassen, was meine Augen erblicken. Das ist das Siegel. Neben dem Götzenbild ist ein kleiner Schlitz. Sieht aus wie eine Öffnung. Ja, dann nimm es dir doch, oder? Hier. Ah ja, genau. Wir sind den Templern zuvorgekommen. Wir haben es geschafft. Das muss ich sofort dem Professor erzählen. Nein, Sie werden das Siegel nie bekommen. Geben Sie es mir, Professor Aruda, sofort! Auch wenn Sie unseren Orden durch Ihr plötzliches Verschwinden verraten haben, werden wir Sie fürstlich belohnen. Niemals! George, laufen Sie! Ach, je. Ich glaube, ich muss jetzt hier schnell abhauen, Monsieur oder? Storbart, schön, Sie wiederzusehen! Finde ich nicht! Sie haben da etwas, das uns gehört. Ach, wirklich? Flap, erschieß den Professor und dann hol ihn dir! Ach, okay. Nach oben werde ich wohl kaum können, oder? Moment, habe ich ein Kreuz? Ja. Vielleicht kann ich das jetzt hier einsetzen und schnell abhauen.
Ja. Und weg, George. Hau ab. Da ist eine lange Treppe. Ich vermute, sie führt nach draußen in die Freiheit. Ja, wunderbar. Konnte noch in letzter Minute kommen. Und sind wieder in Nikos Apartment. Mal schauen. Ich gehe mal an den Anrufbeantworter. Vielleicht ist da was. Schau mal. Da ist ein Anrufbeantworter. Ich besitze in Amerika so ein Teil und hasse es. Okay, da ist nichts drauf. Aber da ist ein Brief. Mal sehen. Das ist ein Brief von Nico. Sie war hier. Keine Zeit für Erklärungen. Nimm die nächste Maschine von Paris nach Peking, frage dort nach Brei. Er bringt dich zu mir nach Xihang. Vertrau mir, Nicole. Ah ja, okay. Moment. Nee, ins Fenster. Nein, ich möchte gern noch etwas leben. Ja, wir wollten ja auch nicht runter. Okay. Nico nach Peking? Das ist ein Brief von Nico. Sie war hier. Keine Zeit für Erklärungen. Nimm die nächste Maschine von Paris nach Peking, frage dort nach Brei. Er bringt dich zu mir nach Xihang. Vertrau mir, Nicole. Okay, also wahrscheinlich ist der nächste Weg direkt nach Peking. Was anderes bleibt uns erstmal nicht. Haben jetzt auch keine anderen Hinweise. Na, mal schauen. Dann erstmal nach unten. Ach Kalk, ich muss schon morgen wieder ran. Ich muss samstags in der Regel immer arbeiten. Das ist die Dame hier, die auch eine Hellseherin ist. Die verkauft zwar Blumen, aber die kann die Zukunft deuten. Und vielleicht lohnt sich das mal kurz bei ihr vorbeizuschauen. Wer weiß, was sie Neues zu berichten hat. Entschuldigung. Oui? Oh, Sie sind es. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass Sie wiederkommen werden. Ja, das haben Sie wohl. Okay, er will Sie. Ich gehe dann mal. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. Das werden wir ganz sicher. Oh nein, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Na gut, dann gehen wir jetzt mal los und ich denke, wir müssen zum Flughafen von da nach Peking fliegen. Und angeblich wartet Nico dort auf uns. Flughafen, wunderbar. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Jacques Bormelot und ich bin heute Ihr Kapitän. Wir haben heute ein regnerisches Wetter, doch wird uns dieses auf unserem Flug nicht beeinträchtigen. Wir werden unser Ziel, den Flughafen von Peking, voraussichtlich in 8 Stunden erreichen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Einen Drink, der Herr? Okay, dann warte ich eben, bis die Dame vorbei ist und beginne meine Erkundung des Flugzeuges danach. Okay, wir sind einen jetzt Drink im Flieger. Auf den Flieger. Was Peking. Haben Sie getan? Den ganzen Kaffee einfach über mich geschüttet. Und qualifiziertes Personal. Und für so etwas bezahlt man auch noch Geld. Oh, entschuldigen Sie bitte vielmals. So etwas Dummes. Das ist aber unfreundlich. Wie konnte mir das nur passieren? Bitte, lassen Sie mich das sauber machen. Ach, und da steht schon unser George und will sich im Flugzeug umschauen. Ich habe es auf Englisch umgestellt und auch hauptsächlich wegen Andrew, der schaut ja hier auch mit. Und ich glaube, das ist für ihn auch ganz gut, dass er die Texte auf Englisch lesen kann. Wobei sein Ziel ist es, Deutsch zu lernen. Somit ist es vielleicht sogar kontraproduktiv, aber trotzdem. Okay, jetzt schauen wir mal. Wir haben hier jemanden sitzen und da ist ein leerer Sitz. Aha, jetzt gehen wir mal zu ihm hin. Mit dem kann man quatschen. Guten Tag, mein Name ist George Stobart. Oh, hallo. Ich bin Armando. Wie geht's dir, George? Danke, ganz gut. Hätten Sie was dagegen, wenn wir uns ein wenig unterhalten? No problema. Ich mag Flugreisen auch nicht, auf denen man einfach nur rumsitzt. Okay. Erzählen Sie etwas über sich, Armando. In Ordnung. Ich komme aus Argentinien, wo ich auf einer Großbaustelle arbeite, aber nebenberuflich bin ich Bodybuilder. Das ist meine große Leidenschaft. Klingt interessant. Und was tun Sie hier in Frankreich? Ich bin auf dem Weg zu einem großen Wettbewerb.
Junge, wenn ich den gewinne, kann ich mich zur Ruhe setzen. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei. Ah ja, okay. Wissen Sie, ich hatte auch mal eine sehr durchtrainierte Figur. Es stimmt zwar nicht, aber man wird doch wohl mal ein bisschen angeben dürfen. Ach ja? Nun, viel ist davon ja nicht übrig geblieben. Entschuldige, John. Ein kleiner Scherz. Schon okay. Lassen wir das. Nun gut. Bis später. Adios, mi amigo, George. Bis dann. Jetzt schauen wir mal, mit wem wir hier noch alles quatschen können. Also, sie ist beschäftigt, ihn jetzt mal hier, einen Kaffee abzuwischen. Als ob er es nicht selber kann, aber gut. Ah ja, und da ist noch ein Passagier, mit dem können wir auch noch sprechen. Guten Tag, mein Name ist Stobbart, George Stobbart. Guten Tag, Braun ist mein Name, Sigmund Braun. Sind Sie der Kapitän hier? Nein, eigentlich nicht. Ich bin Reisender, genau wie Sie, nehme ich an. Wenn ich der Captain wäre, würden Sie mich wohl an meiner Uniform erkennen. Oh, entschuldigen Sie bitte, aber ich habe meine Brille am Flughafen verloren. Und muss zugeben, dass ich ohne sie ziemlich blind bin. Ich kann froh sein, dass ich den richtigen Flieger erwischt habe. Nein, hoffen wir, dass es der auch ist. Aber man geht ja nicht durch den Flieger und quatscht ja auch irgendwie jeden an. Drum hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, das ist der Kapitän oder irgendein Bordpersonal. Aber gut. Er sitzt da. Er schaut einfach nur rein. Und da ist ein leerer Sitz. Weiß nicht, was wir jetzt damit sollen. Es ist nicht viel los. Es ist nicht viel los. Okay. Irgendwas hier? Nö. Mit dem können wir vielleicht nochmal quatschen. Mal sehen, was der... Vielleicht hat er noch einen Tipp oder so. Guten Tag, Sir. Haben Sie eine gute Reise? Wer sind Sie? Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe meine Brille vergessen. Ich bin Ihr Steward auf diesem Flug. Haben Sie einen Wunsch? Möchten Sie etwas trinken? Oh, vielen Dank, gern. Was haben Sie denn? Fast alles, was das Herz begehrt. Oh, ein Saft reicht fürs Erste völlig. Kommt sofort. Also was er jetzt hier vorhat, weiß ich nicht, warum er sich jetzt hier als Bordpersonal ausgibt, aber irgendwas führt er im Schilde. Und da können wir auch was mitnehmen. Ja, eine Coke. Eine Dose Cola steht auf dem Getränkewagen. Ja, in den falschen Bus steigen, das ist natürlich schlecht. Aber sowas kann natürlich auch passieren. Ja, da hast wahrscheinlich eine Rundreise gemacht. Jetzt schau mal, was er zur Cola sagt. Nö. Doch nicht. Was wollte er denn nochmal genau? Also die Cola will er nicht, okay. Nee, da wollte was anderes. Moment mal. Aber wir könnten versuchen, ihm mal die Cola anzudrehen. Das wird nicht funktionieren. Okay. Vielleicht setzen wir uns mal einfach wieder hin. Nee, das tut er auch nicht. Ein Mann in den 60ern, schätze ich. Er blickt irgendwie etwas hilflos aus der Wäsche. Aha. Vielleicht gehen wir uns jetzt mal einfach als George aus. Geht's auch wieder nicht. Der sieht uns ja nicht oder kann uns ja schlecht. Da hinten ist aber noch was, oder? Nee, das ist noch der gleiche. Empty Sets, da kommen wir auch nicht hin. Es ist nicht viel los. Jetzt sprechen wir vielleicht nochmal mit Armando. Schauen wir mal, was hey, Armando! Buenos dias, George. Auch nicht. Bis später. Adios, mi amigo, George. Moment mal.
Vielleicht müsste das wird nicht funktionieren. Nee, das geht nicht. Nö. Auch nicht? Also das wahrscheinlich nicht. Also er will unsere Cola-Dose auf keinen Fall. Vielleicht er hier. Nee, er schaut nur irgendwie so komisch rein, aber... ich glaube, mit dem haben wir später noch zu tun. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Was könnten wir hier noch machen? Ich meine, sie macht mir jetzt schon seit einer gefühlten halben Stunde hier sauber. Der müsste doch schon längst trocken sein. Aber gut, das ist Baffins Fluglogik. So ähnlich wie Tomb Raider hat auch immer so seine eigene Logik. Armando, wer will die Cola nicht? Nein. Das geht nicht. Er wollte einen Saft oder was wollte er? Mal genau schauen mal, ob wir hier noch irgendwas anderes mitnehmen können. Nö. Ja, doch, deckt sich, kann man sagen, das stimmt. Wobei das hier ja ein freies Projekt war, offenes Projekt, gehört ja nicht zur eigentlichen Broken Sword-Reihe dazu. Das wurde von ein paar, sag ich mal, Liebhabern der Serie zusammengestaltet und ist somit ein Open Search, wenn man so nennen darf, Projekt. Kann man sich auch im Netz legal und kostenlos runterladen. Eine ganz feine Sache, finde ich. Und wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Also Kompliment an diejenigen, die das hier zusammen zustande gebracht haben. Okay, ich habe jetzt hier eine Cola-Dose. Ich weiß nicht, er mit dem kann ich nichts anfangen, er auch nicht. Armando will die auch nicht haben. Ein sehr durchtrainierter junger Mann. Er erinnert mich ein bisschen an mich selbst in meiner Zeit als Fahrradkurier. Hey, guten Morgen, Andrew. Hi, how are you? Do you sleep well? I hope so for you. Feel better like yesterday? Vielleicht kann ich hier irgendwas kombinieren. Oh nein. Die Dose Cola vom Getränkewagen schmeckt eisgekühlt am besten. Ich glaube, ich könnte jetzt gut eine Erfrischung vertragen. Na wunderbar. Ich bin zu blöd, um eine Cola-Dose aufzumachen. Jetzt habe ich immer noch eine verschlossene Dose voll mit Cola und ein nutzloses Stück Metall. Hoffentlich ist noch eine Dose im Getränkewagen. Ah ja. Vielleicht. Schauen wir doch mal nach. Hi, Azuka. Hey, guten Morgen. Danke für den Host. Ja, wenn man es nicht wirklich weiß, kommt man nicht drauf, dass es kein offizieller Teil ist. Wie gesagt, der ist echt sehr, sehr gut gemacht. Also, und das ist ein, Es steht nichts mehr drauf. Wir haben keine Cola mehr. Warten Sie, bis ich hier fertig bin. Dann gebe ich Ihnen gern etwas anderes. Ja, weil ich glaube, er will ja hier auch noch was. Und ich glaube, wir gehen jetzt mal einfach zu Armando. Er sieht ja stark genug aus. Vielleicht. Hey, Armando! Ah, buenos dias, George. Nee. Bis später. Adios, mi amigo, George. Gut, wir haben jetzt hier dieses Teil und die Cola-Dose. Die könnten wir ja vielleicht irgendwie anders aufmachen. Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Ja, gern geschehen. Hey, da war doch was, oder? Habe ich mich jetzt irgendwie... Nee. Bis sie fertig wird mit dem. Wenn sie so weitermacht, hat der gute Mann keinen Pulli mehr. Die wäscht ihn hier ab wie nochmal was. Okay.
Ich kann von hier aus nicht sehen, was drin ist. Zwar gibt es eine kleine Luke, doch die ist verschlossen. Ah ja. Dann nehmen wir doch mal einfach das Teil hier, oder? Das Stück Metall ist zu dick. Das ist zu dick. Dann nimm doch mal die Nadel. Nö. Auch nicht. Thanks, Andrew. I'm good. Thank you. Yeah, we're enjoying the national holidays, that's true. Also mit dem Kreuz möchte ich jetzt da nicht herumfuchteln, weil ich glaube, das ist ja ein ganz bestimmtes Relikt, auf das er ja... Das geht nicht. ...Wert legt. Oder soll ich es doch mal versuchen? Nee. Ich nehme mal den Schraubenzieher. Lieber nicht. Auch. Trotzdem danke für das Angebot. Ich glaube nicht. Nö. Wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen jetzt die Cola-Dose und gehen zu Armando. Das ist ja ein Bodybuilder. Vielleicht. Nein. Kann er sie irgendwie aufdrücken? Keine Ahnung. Auch nicht. Gehen wir nochmal zu ihm. Schauen wir mal. Vielleicht hat der noch was zu sagen. Oder? Weder als Personal, aber auch nicht als George. Ich kann von hier aus nicht sehen, was drin ist. Zwar gibt es eine kleine Luke, doch die ist verschlossen. Er will die Cola nicht haben. Der wollte was anderes. Ich glaube nicht. Ein sehr durchtrainierter junger Mann. Er erinnert mich ein bisschen an mich selbst in meiner Zeit als Fahrradkurier. Okay. Es steht nichts mehr drauf. Es ist nicht viel los. Wie patriotisch. Dafür hatte ich noch nie viel übrig. Was denn? Was war denn hier patriotisch? Die Flaggen wahrscheinlich, oder? Soll jetzt die französische Flagge irgendwie hier... Also irgendein Teil muss doch hier noch sein. Das kann doch nicht alles sein. Man muss doch hier irgendwie weiterkommen können. Okay. Ich weiß nicht, ob wir uns wieder hinsetzen sollen. Oder, Moment, was war das? Nee, das war nichts. Armando hat auch nichts mehr zu sagen. Und diesen Trolley kriegen wir hier nicht auf. Nö. Mm-mm. Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Ja, gerne. Das Stück Metall ist zu dick. Das hier passt nicht. Keine gute Idee. Oh nein. Auch nicht? Na, irgendwas muss es hier sein. Das wird nicht funktionieren. Und hinsetzen können wir uns auch nicht. Mit ihm können wir auch nicht quatschen, mit dir aber auch nicht. Ich kann von hier aus nicht sehen, was drin ist. Zwar gibt es eine kleine Luke, doch die ist verschlossen. Seltsam. Ich versuche jetzt hier irgendein Detail zu finden. George, setz dich mal bitte wieder hin. Vielleicht liegt hier irgendwas oder irgendwas, was ich übersehe. Er sagt uns hier auch nichts mehr, Armando genauso wenig. Hier auf dem Trolley finden wir auch nichts. Was ist denn mit ihm da hinten? Da können wir nichts machen.
Hier an den Gepäckstücken geht auch nichts. Er sitzt ganz friedlich da. Er schaut doch immer noch irgendwie komisch rein, aber... Irgendwas ist hier noch. Ich mach den immer noch sauber. Ein Mann in den 60ern, schätze ich. Er blickt irgendwie etwas hilflos aus der Wäsche. Ja, er hat seine Brille nicht an und kann uns nicht wirklich erkennen. Drum gibt sich Herr George manchmal als Bordpersonal und manchmal eben als George aus, je nachdem, wie er es braucht. Aber es funktioniert nicht, weder das eine noch das andere. Ich weiß nicht, vielleicht... Ich glaube nicht. Die Cola-Dose will er auch nicht haben? Nö. Auch nicht? Moment, nee, das war nochmal hier der Wagen. Bin ich ein bisschen ratlos? Wie patriotisch. Dafür hatte ich noch nie viel übrig. Irgendein Detail muss sich doch hier übersehen. Armando, sag mal was. Vielleicht weißt du was. Hey, Armando. Ah, buenos dias, George. Auch nichts. Bis später. Adios, mi amigo, George. Moment mal. Vielleicht machen wir das mal. Hey, Armando. Hey. Ah, buenos dias, George. Könnten Sie mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun? Kommt ganz drauf an. Also, ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht dieses kleine Stück Metall verbiegen könnten. Schätze schon. Aber hol mir erst mal was zu trinken. Junge, ich bin am Verdursten und dieses Stuart, das kommt einfach nicht. Also auch er will was zu trinken haben. Wir haben ja die Cola dabei. Also die Idee, dass Armando uns helfen kann, war eigentlich recht gut. Ich dachte, er wird uns irgendwie die Cola-Dose aufmachen. Aber es scheint dann doch mit diesem kleinen Teil hier zu funktionieren. Also mit diesem Dosenöffner, der abgebrochen ist. Aber wir schieben jetzt einfach die Cola-Dose unter. Zufällig habe ich eine Dose Cola dabei. Das Problem ist nur, dass ich sie nicht aufbekomme. Zeig mal her. Ja, doch gar nicht so falsch. Kein Problem für mich. Ja, sieh mal eine an. Und schon haut er sich die Cola rein. Hey, Sie sind wirklich stark. Ja, jetzt brauche ich nur noch was zu futtern. Hören Sie, ich arbeite wirklich dran. Aber dazu müssten Sie mir erst mal diesen einen Gefallen tun. Na, dann gib mir mal dein Stück Metall. Das habe ich Ihnen schon gegeben. Oh nein, sagen Sie bloß, Sie haben es... Hier habe ich es. Voll aus Versehen drauf gesessen. Bitteschön. Riecht zwar jetzt etwas nach argentinischem Frühstück, aber ich hoffe, das macht dir nichts aus. Wow, es ist bereits verbogen. Ziemlich perfekt sogar. Dieser Typ scheint einen verdammt durchtrainierten Hintern zu haben. Okay, also könnten wir das jetzt hier einsetzen, oder? Hallo Christian, grüß dich. Hey, na, guten Morgen. Alles gut soweit? Jetzt versuchen wir mal hier den Trolley aufzumachen. Schauen wir mal. Na bitte, offen. Ah ja. Aha, und ich glaube, da können wir jetzt hier dem guten Mann einmal eine Flasche Sekt oder was das ist anbieten. Das wird nicht funktionieren. Wollt ihr Wein oder was war denn das genau? Okay, wir nehmen jetzt mal einfach hier mit, was der Trolley gibt. Nee, Apfelsaft wollte er, natürlich Apfelsaft. Jetzt weiß ich es wieder. Bitte sehr. Vielen Dank, das ist genau das Richtige. Ah ja, wunderbar. Aha. Also er hat jetzt, was er wollte. Er hat jetzt was zum Trinken gekriegt.
Wir gehen jetzt hier nochmal an den Trolley ran. Ich weiß jetzt nicht genau, was es bringen soll, aber gut. Wir nehmen einfach mit, was geht. So, das sieht nach einer Flasche, ja, nach was Alkoholischem aus. Das sieht nach Wasser aus. Wir geben uns mal wieder als Bordpersonal. Noch etwas zu trinken, Sir? Oh ja, bringen Sie mir noch einen Saft. Noch einen Saft? Naja. Ich würde jetzt mal sagen, das sieht nach Wasser aus. Nach Saft sieht man das nicht aus. Das ist eher nach Sekt und das ist was Alkoholisches auch. Jetzt schau mal. Das geht nicht. Das geht nicht. Er möchte wieder einen Saft haben. Ich glaube, der Trolley ist eigentlich schon leer. Wir haben da schon sämtliches mitgehen lassen. Nee, da funktioniert nichts. Ja, wir probieren es mal einfach. Mal sehen. Vielleicht will er Sekt haben. Und wenn nicht, dann geben wir uns wieder als George aus. Weiß, ja, mal sehen. Ich glaube nicht. Okay, dann doch nicht so. Oh, okay. Du verfolgst Christian das nochmal vom Handy aus und da passt das jetzt wieder. Okay. Vielleicht liegt es an der Auflösung. Ich weiß es nicht genau. Kann recht unterschiedlich manchmal sein. Bin mir jetzt aber da nicht ganz sicher. Das müsste man sich dann genauer anschauen. An was es genau liegt, dass du den Stream meines Sohnes mal so siehst. Müsste man vielleicht ein bisschen nachforschen. Wir machen jetzt Folgendes. Wir geben uns jetzt hier als George aus. Weil anbieten können wir ihm, glaube ich, jetzt erstmal nichts. Nee, aber als George will er nicht, oder? Moment, vielleicht ist es gar kein Likör oder so, sondern das ist vielleicht auch wieder was. Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Ah ja. Dann gehen wir mal zu Amado. Wir switchen jetzt zwischen Amado und... Hey, Armando. Ah, buenos dias, George. Okay, er auch nicht. Bis später. Adios, mi amigo, George. Er will auch nichts. Ja, was bleibt denn noch? Oh. Ich glaube, wir sind so alle Flaschen mehr oder weniger durchgegangen. Und das ist eine leere Flasche. Ich meine... Nö. War ja auch klar... Ich glaube, ich habe ja jetzt so mehr oder weniger alles. Schauen wir. Ein Mann in den 60ern, schätze ich. Er blickt irgendwie etwas hilflos aus der Wäsche. Okay. Ich speichere mal kurz. Okay. Ups, was war das? Nee, Empty Sits, da waren wir ja schon. Sie macht ihn immer noch sauber. Der Trolley hat nichts mehr zu bieten. Okay, dann müsste man mal mit Uwe und Andrew mal kurz sprechen, was die genau vom Programm hernehmen, ob das vielleicht da eine Einstellung ist. Schauen wir nochmal hier. Wobei ich glaube, Uwe nimmt ja auch den OBS her, wenn ich mich... Weil er hat auch den X-Split. Ich weiß nicht, Kalk, vielleicht kennst du dich da ein bisschen aus. Christian hat das Problem, dass die Breite passt, die Höhe nicht, wenn er sich die Twitch-App, den Stream anschaut. Gestern zum Beispiel auch bei Uwe, da ist das Bild sehr, sehr schmal, sehr eng, wenn ich es richtig verstanden habe. Und soweit ich weiß, streamt Uwe mal mit dem X-Split und mal mit dem OBS, je nachdem. Wobei ich glaube, gestern war das auch ein OBS. Weiß nicht, vielleicht liegt es an der Auflösung bzw. nach der Sendeleistung. Vielleicht liegt es daran. Und Andrew, glaube ich, hat auch den OBS. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du dich da aus und kannst dem Christian etwas helfen, weil er sagt jetzt, bei mir war das noch nie der Fall. Aber ich benutze auch ein OBS. An was das jetzt genau liegt? Vielleicht hast du da eine Idee.
Okay, also Armando können wir jetzt... Ein sehr durchtrainierter junger Mann. Er erinnert mich ein bisschen an mich selbst in meiner Zeit als Fahrradkurier. Okay. Er wollte ja eigentlich was essen, aber Essen habe ich hier nichts. Ich weiß nicht. Versuchen jetzt mal einfach hier die Wasserflasche unterzujubeln. Oh nein. Die will er nicht haben. Das war mir klar. Alk wird ja dieser... Moment, was war das? Nee, okay. Nein. Auch nicht? Keine gute Idee. Keine gute Idee. Ja, ich habe ja jetzt aber hier noch eine leere Flasche. Moment. Ich glaube nicht. Oh. Nein. Oh. Mal sehen. Toll, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, das weiß ich leider auch nicht, lieber George, was du dazu sagen sollst. Wird jetzt ein bisschen spannend, die Sache. Ich meine, die wollen alle essen und trinken. Er möchte hier noch einen Saft haben. Aber vielleicht können wir was mischen. Wir haben ja hier die leere Flasche. Moment mal, wir nehmen mal hier tatsächlich. Wir hauen hier etwas Wasser rein. Bloß ich verstehe jetzt nicht den Sinn, was das hier bringen soll, wenn wir im All andauernd irgendwas zum Essen oder den Jungs hier was zum Trinken bringen. Na gut. Und schätze mal, das sieht nach Sekt aus. Vielleicht mische ich mal die zwei Sachen oder eher den Likör. Mal schauen. Oh nein. Doch nicht, war klar. Nö. Auch nicht. Na gut, dann mache ich es mal so. Bitteschön. Danke. was soll das jetzt sein? Das ist ja nur Wasser. Das schmeckt aber anders als der Saft davor. Er brennt fast ein bisschen. Es ist mir sonnenklar. Dieser Mann ist einiges gewohnt. Dieser Rum muss bei jedem Normalsterblichen brennen wie die Hölle. Oh, ja. Das ist eine neue Geschmacksrichtung. Ach, schmeckt sie Ihnen? Kein Wasser. Das war Rum. Ah. Und bringen Sie mir bitte noch eine Flasche davon. Kommt sofort. Ach, je. Ja, wenn das dann so ist. Oh, ich muss danach mal auf meine E-Mail schauen. Mache ich gleich. Normalerweise checke ich die jeden Tag, aber jetzt in der Früh habe ich es nicht gemacht. Werde ich gleich schauen. Okay, dann mischen wir hier, Moment mal. Ich glaube, der gute Mann trinkt alles aus dieser Glasflasche, die wie eine Saftflasche aussieht, aber gegen Alkohol ist er nicht abgeneigt. Ihr Saft, Sir. Danke. Ich verstehe aber immer noch nicht, was ich davon habe, wenn ich den jetzt hier abfülle. Okay. Ach, Heidi. Ui. Ach nee, Leute, oder? Das ist ja echt hart. Sie ist vorbei und schaut sich jetzt hier den umgekippten Passagier an und ich kann mich jetzt hier ein bisschen ausweiten und mit dem Passagier sprechen. Naja, gut. Auch eine gute Sache. Sehr nett. Jetzt gehen wir mal zu dem hier. Hey Rico, hi. How are you? Thanks for stopping by. Und mit ihm können wir über den Flieger sprechen. Reisen Sie zum ersten Mal? Nein, ich habe leider schon einige Flüge hinter mir. Warum leider? Fliegen ist doch etwas Schönes. Glauben Sie. Doch was sich im Verborgenen bei den unterschiedlichsten Fluggesellschaften abspielt, ist nicht mehr akzeptabel. Es ist fast schon beängstigend. Was meinen Sie damit? Ja, die
Die heimlichen Vergiftungsversuche der Flugbegleiterin im Auftrag der Fluggesellschaften. Verstehen Sie, dass ich Ihnen so eine fantasievolle Geschichte nicht abkaufe? Doch, es ist wahr. Ich bin Ernährungswissenschaftler und weiß, wann ein Nahrungsutensil, wie wir es nennen, verdorben oder sogar vergiftet ist. Das meistverwendete Gift bei diesen Flugfirmen ist Hexanol. Das ist purer Alkohol, der in reinem Zustand oder bei Zumischung in eine andere flüssige Speise zum Tod führen kann. Natürlich kommt es auf die Mischung an. Die Firmen geben so viel Hexanol in die Speise, dass es nur zu einer leichten Vergiftung kommt. Das heißt, dass man nach knapp 2 Wochen Krankenhaus wieder gesund ist. Und der Passagier denkt dann, er hätte vor dem Flug etwas Falsches gegessen. Ach kommen Sie, was soll es den Firmen bringen, wenn sie ihre Kunden vergiften? Sie müssen leiser sprechen. Knapp 4 Millionen Euro. Vorher schließt jede Fluggesellschaft einen Vertrag mit der Gesundheitsbehörde ab, der dann lautet, dass bei jedem während dem Flug erkrankten Passagier eine Summe von 4 Millionen an die betreffende Fluggesellschaft geht. Das klingt obskur, doch es ist die Wirklichkeit. Man spricht vom Vertrag 20. Natürlich machen die Firmen das nicht immer, doch folgen die Anschläge einem ganz bestimmten Muster. Etwa im 4-Monats-Abstand. Ungewöhnlich ist dabei, dass jeder Passagier von einer seltsamen rosa Verfärbung seines Essens berichtete. Doch ehe man selbiges untersuchen konnte, war die Nahrung verschwunden. Vielleicht war das Essen einfach nur verdorben, das kann doch mal passieren. Eben nicht. Eine rosa Verfärbung kommt nur im Zusammenhang mit Hexanol vor. Es gibt kein anderes Mittel, das solch eine Reaktion auslösen könnte. Dabei kommt es darauf an, ob es eine helle oder dunkle rosa Verfärbung ist. Bei der hellen besteht keinerlei Lebensgefahr. Bei der dunklen jedoch kann man seinem Leben Adieu sagen. Sehen Sie hinter dem Vorhang, wie die Flugbegleiterin dieses kleine Fläschchen in ihren Schrank stellt? Das ist es. Sie wartet nur auf eventuell kommende Anweisungen und dann, zack. Klingt trotzdem etwas merkwürdig. Das, was die Dame dort hinten zubereitet, könnte alles Mögliche sein. Seien Sie gewarnt. Interessant, interessant, was er uns hier zu berichten hat. Okay, ob das jetzt seiner Fantasie entspringt oder was auch immer, das werden wir feststellen. Allerdings habe ich gemerkt, dass er hier aufgestanden ist und hier was abgestellt hat. Sie schaut ihn an, irgendwie hilflos. Hey, Uwe, guten Morgen. Hi. Ich kann mich wieder hinsetzen. Mal schauen, was das Bordmagazin so zu bieten hat. Hier bitte Ihr Getränk. Oh, aber ich habe doch nichts bestellt. Ach, das hat Ihr Sitznachbar für Sie getan. Guten Tag, ich bin Monsieur Bray. Als Gäste der Höflichkeit sah ich mich dazu verpflichtet, Ihnen einen kleinen Drink zu spendieren. Vielleicht ist es ein Hinweis, aber ich muss sagen, ich glaube, das wird uns nicht gut tun. Wenn wir das jetzt annehmen. Zumindest habe ich das so in Erinnerung, wo ich es mal kurz angespielt habe. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, da gehen wir drauf, aber ich gehe das Risiko jetzt einfach mal ein. Es ist rosa gefärbt. Er hat hier was von irgendwelchen Hexanol blabla gesprochen. Ich glaube, das geht schief, aber ich probiere es mal. Tatsächlich. Und George ist tot. Das ist wirklich so. Das Getränk wurde von dem Passagier, also von unserem Sitznachbarn, vergiftet. Nicht schlecht. Okay. Und George stobbert Rest in Peace. Aber das lassen wir gleich wieder rückgängig machen und laden hier nochmal. Okay, wir können nochmal zu ihm hin und müssen uns wahrscheinlich die Story jetzt wieder reinpressen, aber wir übergehen das mal kurz. Wir lassen. Reisen Sie zum ersten Mal? Ja, jetzt schaut mal hin. Er geht jetzt direkt auf den Wagen und stellt Warum leider? Fliegen ist doch etwas Schönes. Glauben Sie, während Sie sich um den Passagier auf den Boden kümmert, der vom Alter irgendwie weggekippt ist. Es ist fast schon beängstigend. Was meinen Sie damit? Ja, die heimlichen Vergiftungsversuche der Flugbegleiterin im Auftrag und der Fluggesellschaft. Verstehen Sie, dass ich Ihnen so eine fantasievolle Geschichte nicht abkaufe? Doch, und das war ja auch unser Gefühl. Ich bin Ernährungswissenschaftler und weiß, wann ein Nahrungsutensil, wie wir es nennen, verdorben oder sogar vergiftet ist.
Das meistverwendete Gift bei diesen Flugfirmen ist Hexanol. Das ist purer Alkohol, der in reinem Zustand oder bei Zumischung in eine andere flüssige Speise zum Tod führen kann. Mhm. Natürlich kommt es auf die Mischung an. Die Firmen geben so viel Hexanol in die Speise, dass es nur zu einer leichten Vergiftung kommt. Das heißt, dass man nach knapp 2 Wochen Krankenhaus wieder gesund ist. Und der Passagier denkt dann, er hätte vor dem Flug etwas Falsches gegessen. Ach kommen Sie, was soll es den Firmen bringen, wenn sie ihre Kunden vergiften? Sie müssen leiser sprechen. Knapp 4 Millionen Euro. Vorher schließt jede Fluggesellschaft einen Vertrag mit der Gesundheitsbehörde ab, der dann lautet, dass bei jedem während dem Flug... Das klingt obskur, doch natürlich machen die Firmen das nicht immer. Doch folgen die Anschläge einem ganz bestimmten... Ungewöhnlich ist dabei, dass jeder Passagier von einer seltsamen rosa Verfärbung seines Essens berichtete. Richtig. Doch ehe man selbst untersuchen konnte... Wir übergehen jetzt mal das Gespräch, wir kennen es ja kommende Anweisung. Klingt trotzdem etwas merkwürdig. Das, was die Dame dort hinten zubereitet, könnte alles möglich sein. Richtig. Und gehen jetzt nochmal auf den Sitz, oder? Achso, erstmal müssen wir das Gespräch verlassen. Von Modern Euros, ja. Nee, hell, ich glaube, damit hat er irgendwie helle, wahrscheinlich eine Abfärbung, irgendwas, schätze ich mal, farbloses gemeint, so habe ich zumindest verstanden. Und dunkel hat er damit pink gemeint. Ich denke mal, davon ist er ausgegangen. Genau, Wissenschaftler, also Ernährungswissenschaftler ist er, also der dürfte sich damit auskennen. Ich werde aber jetzt trotzdem, vorsichtshalber, nochmal speichern. Vielleicht erschießt er mich, wenn ich jetzt das Getränk nicht trinke. Wer weiß. Ich gehe jetzt nochmal auf meinen Sitzplatz zurück und lehne das Getränk jetzt ab. Mal schauen, was das Bordmagazin so zu bieten hat. Hier bitte Ihr Getränk. Aber ich habe doch nichts bestellt. Ach, das hat Ihr Sitznachbar für Sie getan. Guten Tag, ich bin Monsieur Bray. Als Gäste der Höflichkeit sah ich mich dazu verpflichtet, Ihnen einen kleinen Drink zu spendieren. Nein, den wollen wir jetzt nicht. Oh, das tut mir leid, ich trinke keinen Alkohol. Sind Sie sicher? Der Drink schmeckt wirklich gut. Ja, wir sind uns sicher. Entschuldigen Sie mich. Wenn er Ihnen so gut schmeckt, überlasse ich den Drink lieber Ihnen. Nein, nein. Ich hatte heute schon 2. Wie Sie wünschen, Monsieur. Okay. Eine Stunde später, wir sind dem Tod knapp entkommen. Oh, und er ist eingeschlafen und dabei ist ihm was runtergefallen. Moment mal. Das ist Geld, okay, und das ist seine Börse. Sollen wir das Geld auch aufheben? Ja, sollte ich Skrupel haben? Hm, ja, ich nehme das Geld dennoch an mich. Und jetzt untersuchen wir mal diese Börse. Ich werde mir die Geldbörse mal etwas genauer ansehen. Prinz Chen Yang von Xihang und Christoph Bray, 18. Juli 2002. Ah, ja. Da sind schon wieder Parallelen. Und zwar Peking, Xihang, wie er es genannt hat. Prinz Chen Yang von Xihang und Christoph Bray, 18. Juli 2002. Mhm. Hm. 3 Euro, okay, vielleicht. Mal schauen, ob ich noch etwas finde. Dieser Mann wollte mich töten, damit ich den Jungen nicht finde. Aber wenn Bray mit dem Prinzen auf einem Foto ist, heißt das, dass ich zu spät komme. Nun brauchen sie nur noch das Siegel. Gott sei Dank habe ich das. Vielen Dank, Stobart. Bitte folgen Sie mir, ohne Aufsehen zu erregen, zur Bordtoilette. Okay, aber ich warne Sie. Ich kann in engen Räumen Platzangst bekommen. Sie haben also das Siegel. Zerstören Sie es. Wovon reden Sie? Ich bin nicht von den Tempelrittern. Ach, kommen Sie. Ich habe zwar schon einige Male was auf den Kopf bekommen, doch für so dumm können Sie mich nicht verkaufen. Ich habe Ihr Angehörigkeitsabzeichen gesehen. Sie denken wohl, dass es nur auf Seiten der Neotempler Spitze gibt.
Sie wollen also sagen, dass Sie nicht den Templern Ihre Hörigkeit verschrieben haben und stattdessen gegen selbige spionieren? So könnte man es sagen. Wer schickt Sie? Ich arbeite beim französischen Geheimdienst. Und was wollen Sie mit mir, geschweige denn mit den Templern? Das ist eine lange Geschichte. Ich bin geduldig. Ich denke, Sie haben Platzangst. Schon, aber nur in dunklen, verlassenen, alten syrischen Höhlen, deren einziger Türgriff sich gut versteckt in einer Felswand befindet. Geht mir auch so. Wie dem auch sei, wir ermitteln bereits über 7 Jahre gegen die Neotempler. Wegen Verdachts des Massenmordes, der unerlaubten Sektenausübung sowie des Gebrauchs von Drogen. Doch der Erfolg blieb uns leider verwehrt. Wir konnten ihnen nichts nachweisen. Jegliche Beweise sowie Zeugen verschwanden kurz vor dem Gerichtsprozess. Bis wir vor knapp 3 Monaten mitbekamen, dass Sie und Ihre Freundin Nicole Collard in der Vergangenheit in privater Sache gegen die Tempelritter ermittelten. Daraufhin nahmen wir Kontakt zu Ihrer Freundin auf. Diese erzählte uns, dass Sie in die USA reisten. Zudem konnte sie uns nützliche Hinweise über die Templer geben. Wir schleusten Sie also als Spionin in den Orden ein, damit sie noch mehr über diese Sekte herausfindet. Aha, und da klärt sich jetzt einiges auf. Also wird einiges noch ein bisschen verständlicher, was wir jetzt so in der Folge gesehen haben. Moment, Nico sagte, sie wäre den Templern zwar beigetreten, doch nur um ihren Onkel aus deren Klauen zu befreien. In der Tat, das war aber nur eine ihrer Aufgaben dort. Ihr Onkel war unser einziger Kontaktmann, doch irgendwann riss die Verbindung zu ihm ab. Da war es natürlich rentabel, dass es ausgerechnet Mademoiselle Collards Onkel war. Anreiz genug, sich als Spionin für uns engagieren zu lassen. Mhm. Auf jeden Fall klappte es einige Zeit lang ganz gut, bis sie von den Neotemplern eine treue Aufgabe bekam. Sie musste den größten Templergegner von Paris umbringen, den Bürgermeister. Oje, was sind das jetzt hier für... Also stimmt es doch, was man in den Zeitungen gelesen hat? Nein. Ihre Freundin sträubte sich dagegen. Sie wollte mit ihrem Onkel und den Beweisen fliehen, doch ihre Tarnung flog irgendwie auf. Ihren Onkel und unseren Kontaktmann musste sie zurücklassen. Aber sie hat uns sehr gute Beweise mitgebracht. Darunter auch die Geschichte mit der Zeitreise, wegen der Sie ja eifrig unterwegs sind. Auf jeden Fall riet uns Ihre Freundin, Sie als Hilfe in die Sache einzuschalten. Allerdings wurde Frau Collard von diesem Zeitpunkt an rund um die Uhr bewacht. Und so mussten wir uns was einfallen lassen. Wir ließen Nicole für einige Tage verschwinden. Zudem schrieben wir an sie die Nachricht, ihre Freundin wäre verstorben. So dachten die Templer, die Nicoles Post ständig abfingen, sie wäre tot und bewachten sie seitdem nicht mehr. Sie, Monsieur Stobart, dachten zwar auch, sie wäre tot. Doch so kamen sie uns Gott sei Dank zu Hilfe, ohne dass die Templer selbiges mitbekamen. Naja, zumindest eine Zeit lang. Als sie eintrafen und die Tempelritter ihre Freundin, wie bereits gesagt, nicht mehr beobachteten, ließen wir Nicole wieder auftauchen. Natürlich konnte sie ihnen nicht alles über unsere Pläne sagen, denn im Falle einer Festnahme von ihnen, was ja dann auch geschah, hätten die Templer alles aus ihnen herausgefoltert und unsere Ermittlungen wären gescheitert. Interessant, interessant. Und wo ist Nico jetzt? Dazu komme ich noch. Nichtsdestotrotz haben wir sie die ganze Zeit beobachtet. Zwar konnten wir ihre Festnahme in York nicht verhindern, doch ich war ständig bei ihnen. So zum Beispiel in der verunglückten U-Bahn, in der auch Nico sowie Khan saßen. Wir ließen mittels bestochener Techniker und Zugführer den Zug kontrolliert entgleisen, um somit ihnen dreien die Gelegenheit zu bieten, zu flüchten und mit mir zu kommen. Hey, wir hätten draufgehen können. Nein, das ist nicht richtig. Der Zugführer fuhr auf unseren Befehl hin mit 20 km/h. Das reicht zwar, um ordentlich durchgeschüttelt zu werden, doch für eine Entgleisung mit folgenschweren Konsequenzen war dieses Tempo viel zu niedrig. Als unsere Männer sie drei dann rausholen wollten, konnten wir sie nicht finden. Nur Khan und Nico waren auffindbar. Doch von ihnen keine Spur. Als wenn eine U-Bahn so groß wäre. Wir waren unter gehörigem Zeitdruck. Aha. Als wir dann erfuhren, dass sie das Siegel hatten, waren wir heilfroh. Oh Gott, das sind ja so Verwicklungen, das ist ja echt der Hammer. Nicht schlecht. Und warum wollten Sie mich dann vorhin umbringen? Ich konnte das Risiko nicht eingehen, dass Sie dem Jungen begegnen. Hä? Weiß Nico davon, dass Sie mich töten wollten? Und warum soll ich den Prinzen nicht vor den Neotemplern retten? Nico wusste von meinem Plan, Sie zu töten, nichts. Sie hätte es auch nicht zugelassen. Denn
Sie liebt sie sehr, müssen Sie wissen. Sie dürfen den Prinzen deshalb nicht erreichen, weil er mit den Templern unter einer Decke steckt. Und weil er sie wahrscheinlich, nachdem er das Siegel an sich genommen hätte, getötet hätte. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Mhm. Mir wurde gesagt, dass die Familie des Prinzen die Templer damals verraten hat. Warum sollte der Prinz seinen Erzfeinden helfen, indem er jemanden tötet, der gegen sie operiert? Das stimmt. Der asiatische Hofadel hat die Templer damals verraten. Doch genau das ist der Grund, warum der Prinz mit ihnen zusammenarbeitet. Wiedergutmachung. Lediglich die engsten Vertrauten wissen Bescheid. Selbst die eigene Leibgarde, von der sich ein Ausreißer zufälligerweise im Zug befand, dachte immer noch, die Templer wollten den Prinzen umbringen. Interessant, interessant. Aber ohne Siegel kann dieses Treffen doch nicht stattfinden. Genau. Doch es gibt noch eine Art Ersatzsiegel, auf das die Templer jetzt scharf sind. Ihr Siegel ist nicht unbedingt vonnöten. Und wo soll dieses Ersatzsiegel sein? Aha. Nach unseren neuesten Informationen befindet es sich ebenfalls in China. In einer Stadt mit dem Namen Wuhan. Genau da, wo seit einigen Wochen eine sogenannte Tourists Group angeblich nach Dinosaurierknochen sucht. Die Templer. Ja, das denken wir auch. Mhm. Eins noch. Warum haben Sie dann ein Foto von sich und dem Prinzen? Was denken Sie, woher ich weiß, dass der Prinz mit den Templern gemeinsame Sache macht? Ich war einer der Vertrauten. Und was genau sollen wir jetzt machen? Das werden wir in China besprechen. Dort treffen Sie übrigens auch Nico und Khan wieder. Meine Kollegen haben Sie dorthin gebracht. Okay, Haudegen. Wir arbeiten ab sofort Hand in Hand. Gerne. George. Das ist eine schöne Entwicklung, ja? Und zwar ein bisschen konfus das Ganze. Erst gehen wir. Aha. Wir haben nicht mehr viel Zeit. In genau 3 Stunden beginnt die Zeremonie. Sie vermuten also immer noch, dass die Templer das zweite Siegel besitzen? Monsieur Khan. Ich vermute nicht, ich weiß es. Und wofür dient dann dieses Siegel hier? Reine Vorsichtsmaßnahmen. Falls man das andere Siegel verlieren sollte, hätte man immer noch ein zweites. Sie müssen wissen, George, dass die Templer sehr vorsichtig und überlegt gehandelt haben. Und wie wollen wir vorgehen? Ich habe eine Menge Plastiksprengstoff. Wir müssen nahe genug an das Tor kommen, das C4 anbringen und dann so schnell wie möglich verschwinden. Genau. Wir spazieren da einfach so rein, sagen nett Hallo, bringen den Sprengstoff an und gehen seelenruhig wieder raus. Nicht so ganz. Wir brauchen einen Lockvogel. Oh nein. Doch. Wir brauchen sie für diesen Job. Oh je. Was soll ich tun? Okay. Monsieur Storbart, Sie wissen, was Sie machen sollen. Ja, während ich den Lockvogel spiele, schleichen Sie sich an den Templern vorbei und bringen den Sprengstoff an. Sie, Khan, haben den Fernzünder. Wenn wir in 15 Minuten nicht da sind, zünden Sie. Nein! Mach dir keine Sorgen, wir werden rechtzeitig draußen sein. Vertrau mir. George, ich will dich nicht verlieren. Ich liebe dich. Jetzt werd hier nicht sentimental, sonst fange ich noch an zu heulen. Wir müssen los. Gut, gut. Machen wir mal einen Speicherpunkt hier. Das sind ja Entwicklungen. Interessant. Okay, ja, dann müssen wir mal versuchen, da irgendwie unter diese Sekte zu kommen. Und wollen die... Ah ja, da ist das Tor, von dem man spricht. Und das soll ja irgendwie so dieses Zeitfenster sein, diese Zeitkrümmung, wo vorher auch... der Professor davon gesprochen hat, wo wir dort in den Ausgrabungsstätten gewesen sind. Und dazu brauchen die eben dieses Siegel. Und soll jetzt mit der Detonation hier verhindert werden. Okay, aber ich kann doch jetzt nicht einfach hinspazieren. Ich muss hier irgendwie ablenken, heißt das. Aber das wäre ja blöd. Oh, da ist ein Rock. Muss mich vielleicht so anziehen. Ich weiß nicht warum, aber irgendetwas sagt mir, dass ich diesen Stein einpacken sollte. Ach, ein Rock, Entschuldigung. Ich war jetzt voll auf Deutsch. Ein Stein ist es natürlich. Oh gut, ich dachte, das ist so eine Kutte, die ich hier anziehen kann. Sorry, klar.
Ich habe einen Stein und das ist jetzt hier dieser Aruda, das muss jetzt hier dieser Obertempler sein. Ansonsten kann ich ja nichts machen. Weiß nicht, soll ich den mal anquatschen oder... Moment mal, Leute, ich weiß nicht, das ist ein bisschen ungeheuer. Jetzt schau ich mal. Da lachst du, Kalk, oder? Wir haben Sie erwartet. Sie elender Verräter! Nein, George. Ich würde eher sagen, Erlöser der Welt. Sie werden uns alle vernichten! Sie sind wahnsinnig! Was ist aus Ihrer sonst so ruhigen und bedachten Art geworden, Senor Stoddard? Ich werde immer leicht nervös, wenn ich größenwahnsinnigen Menschen gegenüberstehe. Ich bräuchte nun das Siegel, Senor Stoddard. Sie haben es doch bereits. Seien Sie kein Narr. Um das Tor zu öffnen, bedarf es nicht nur eines Siegels. Seit Generationen besaßen die Reihen der Templer immer nur ein Siegel, obwohl in der Legende die Rede von zwei Siegeln war. Wie bitte? Ich habe sie benutzt, für meine Zwecke missbraucht. Durch ihr erneutes Einmischen haben sie uns auf die Spur des zweiten Siegels gebracht. Dummerweise kamen sie in dem Augenblick an die Ausgrabungsstätte in Portugal, als ich gerade im Begriff war, das Heilige Kreuz zu nehmen. Also war alles, was sie mir erzählt haben, gelogen? Keinesfalls, George. Jedes noch so kleine Wort war wahr. Bis auf die Tatsache, dass es nicht nur ein, sondern zwei Siegel gibt und man beide für den Start der Zeremonie braucht. Und warum dann Ihre Scheinexekution? Wir dachten, mit Ihnen etwas spielen zu können. Ihre Recherchen waren sehr aufschlussreich für uns und amüsant zugleich. Hinter. Und schließlich sind Sie nun hier gelandet. Unfassbar. Und nun, George, bitte ich Sie, mir das zweite Siegel auszuhändigen. Ja, bereitet die Detonation vor. Habt ihr ihn gesehen? Ach, niemand. Man hat ihn entdeckt. Moment, vielleicht kann ich ihm den Stein werfen. Nein. Oh, ich dachte, ich könnte ihm den Stein über den Kopf hauen. So was. Und hätte, ja, ich bin aber leider dabei rausgegangen. George Stoddard für einmal mehr. Rest in peace. Yeah, I'm in the castle where the Templars are in China, Andrew. Okay, ja, dann versuchen wir es irgendwie anders. Okay, den Stein habe ich. Wie könnte ich denn noch vorgehen? Ich habe einen Stein. Toll, was soll ich jetzt dazu sagen? Weiß nicht so. Nee, erstmal muss ich ja wahrscheinlich mit ihm jetzt hier quatschen. Oder ich muss den Stein benutzen, während ich vielleicht mit dem Typen hier rede und während... Wir haben Sie erwartet. Sie elender Verräter! Nein, George. Ich würde eher sagen, Erlöser der Welt. Sie werden uns alle vernichten! Sie sind wahnsinnig! Was ist aus Ihrer sonst so ruhigen und bedachten Art geworden, Senor Stoddard? Ich werde immer leicht nervös, wenn ich größenwahnsinnigen Menschen gegenüberstehe. Ich bräuchte nun also das Siegel, jetzt, Senor Stoddard. Sie haben es doch bereits. Seien Sie kein Narr. Um das Tor zu öffnen, bedarf es nicht nur eines Siegels. Seit Generationen besaßen die Reihen der Templer immer nur ein Siegel, obwohl in der Legende die Rede von zwei Siegeln war. Wie bitte? Ich habe sie benutzt, für meine Zwecke missbraucht. Durch ihr erneutes Einmischen haben sie uns auf die Spur des zweiten Siegels gebracht. Dummerweise kamen sie in dem Augenblick an die Ausgrabungsstätte in Portugal, als ich gerade im Begriff war, das Heilige Kreuz zu nehmen. Also war alles, was sie mir erzählt haben, gelogen? Keinesfalls, George. Jedes noch so kleine Wort war wahr. Bis auf die Tatsache, dass es nicht nur ein, sondern zwei Siegel gibt und man beide für den Start der Zeremonie braucht. Und warum dann Ihre Scheinexekution? Wir dachten, mit Ihnen etwas spielen zu können. Ihre Recherchen waren sehr aufschlussreich für uns und amüsant zugleich. Und schließlich sind Sie nun hier gelandet. Unfassbar. Und nun, George, bitte ich Sie, mir das zweite Siegel auszuhändigen. Oje, okay, jetzt machen wir Folgendes. Ich nehme den Stein und hau den. Was könnte ich mit dem Stein machen? Also mit ihm brauche ich jetzt nicht quatschen. Blöd. Moment, vielleicht da irgendwas ans Tor bringen.
Oje, ich bin tot. Er hat mich erschossen. Ein weiteres Mal. Ui. Okay, rest in peace. Einmal mehr. Weiß nicht, hat einer eine Idee von euch, was man da machen könnte? Rest in peace. Yeah, Andrew. One more time. Oh, das war auch nichts. Okay. Leider gar nicht, ja. Ich weiß nicht, soll ich mal das Kreuz aushändigen und vielleicht danach probieren, den Stein zu benutzen? Das wäre vielleicht eine Idee. Das könnte ich mal machen. Ich überspringe jetzt mal. Wir haben Sie erwartet. Sie elender Verräter. Nein. Sie werden uns. Was ist? Ich werde immer. Ich. Sie haben. Ich habe Sie. Dummerweise. Keinesfalls. Bis auf die Tatsache, dass. Und warum dann Ihre. Wir dachten mit Ihnen. Ihre Recherchen waren sehr aufschlussreich für uns und amüsant zugleich. Und schließlich sind Sie nun hier gelandet. Unfassbar. Und nun, George, bitte ich Sie, mir das zweite Siegel auszuhändigen. Okay, wir machen das jetzt mal einfach. Ups, Sie sehen ihn jetzt hier. Er winkt noch voll blöd, aber gut. Schnell. Ich gebe ihm jetzt mal einfach das Kreuz und versuche mal den Stein im Nachhinein. Auch nicht gut. Ich dachte, ich würde den Stein hinterher werfen können und so ihn aufhalten. Ja, yeah, he wants the second seal, but I have to stop him before he can activate this gate. Ne, das habe ich ja auch schon probiert. Toll, was soll ich jetzt dazu sagen? Sonst fällt mir hier nichts mehr auf. Was könnte ich hier noch machen? Also er hat uns noch nicht hier. Moment. Was habe ich denn alles hier? Ich habe das Kreuz, ich habe noch diese Flasche hier. Ja, exactly, yes. Maybe it's the only way, but I don't know how I can kill him. So maybe I tried with the stone I got here, with this rock, but isn't work. Ui, da war doch was, Moment. Oder nee, war das jetzt eher hier? Ah ja, das war eher. Okay, ich lasse mich nochmal auf die Quatsche mit Ihnen ein. Wir haben Sie erwartet. Sie elender Verräter! Nein, Joe. Sie werden uns ab... Was ich... Sie... Wie... Also war... Und warum dann... Ihre Re... Unfassbar. Und nun... Er ist da irgendwo draufgetreten. Ich weiß nicht, was soll ich jetzt machen? Vielleicht in die Flasche... Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Geht auch nicht. Oder ganz schnell mit dem Stein umwerfen. Oh, er hat mich wieder abgeknallt. Ich dachte, vielleicht müsste ich nur ein bisschen schneller sein. Was könnte ich sonst noch tun? Ich meine, ich habe hier so viel Zeug. Moment mal. Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Aber vielleicht kann ich den Stein... Keine gute Idee. Auch nicht. Vielleicht kann ich eine Kombination machen. Lieber nicht. Trotzdem danke... Und den Stein irgendwie werfen? Lieber nicht. Nein. Auch nicht? Das geht nicht. Funktioniert auch nicht. Toll. Was soll ich jetzt dazu sagen? Nichts. Ich bearbeite das kreuzförmige Siegel mit dem Stein so lange, bis es eine spitze, messerscharfe Form annimmt. Ah ja, jetzt sieh mal eine an.
Ich kann ihn jetzt wahrscheinlich austricksen. Ich reiche ihm das Kreuz drüber und schalte ihn gleichzeitig aus. So, komm mal her, du falscher Professor. Wir haben Sie erwartet. Sie elender Verräter! Nein, okay. Ich habe sie durch. Also war alles, was Sie. Keinesfalls. Bis. Und warum dann Ihr. Wir dachten, mit Ihre Recherchen waren sehr aufschlussreich für uns und amüsant zugleich. Und schließlich sind Sie nun hier gelandet. Unfassbar. Und nun, George, bitte ich Sie, mir das zweite Siegel auszuhändigen. Aber natürlich, wir geben es dir gleich, und zwar richtig. So, Monsieur. Ah ja, schau mal einer an. Und, da ist die Bombe, die gleich hochgeht und das Zeitfenster beenden wird. Funktioniert zu haben. Wir sind noch im Reich der Mitte. Wir sehen das an den Gebäuden links von George. Und er sieht ein bisschen melancholisch aus. Wir haben es geschafft. Also, wir haben es geschafft. Ja, ich glaube, das war der letzte Streich, den die Templer unternommen haben. Oh, hey, komm rein. Das ist meine Zigarette. Brei, was werden Sie in Zukunft machen? Arbeiten. Wir haben einen neuen Fall in Guatemala. Drogenschmuck. Und wie sieht es mit Ihnen beiden aus? George und ich treffen alte Bekannte. Wen denn? Pearl und Wayne. Ich habe die beiden in York getroffen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Oh doch, George. Und wir werden sie besuchen. Wie du meinst, mein Schatz. Ja, es sieht so aus. Danach geht es erstmal für 2 Wochen auf die Bahamas. Aber dann bitte ohne Abenteuer. Ja, Leute, ich glaube, wir haben das durchgespielt. Ja, es ist zu Ende und es war ein kurzes, aber ein geiles Abenteuer. Jo, vielen Dank für euch ans Zuschauen, fürs Zuschauen an euch. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht und auf jeden Fall ein großes Lob an diejenigen, die das hier zustande gebracht haben. Wie gesagt, es ist ein freies Projekt gewesen, aber sehr, sehr, sehr gut umgesetzt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und auch mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt habe ich es endlich auch durchgespielt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Danke nochmal fürs Zuschauen. Thanks for watching this stream. Andrew, I think you start your stream in 20 minutes, Tomb Raider 4. I will be there. Thank you for stopping by. Thanks for watching this stream. And dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Feiertag. Und ich denke und hoffe, wir sehen uns heute hier abwechselnd bei den verschiedenen Streams von jedem von uns. Ja. Und dann sage ich bis dahin. Macht's gut.